Hallo und herzlich willkommen. Hast du auch unter anderem Bindungstrauma erlebt und leidest du bis heute an den Folgen, also primär an Co-Abhängigkeit und deren Ausprägungen? Und du brauchst ein paar Ansätze und Ideen, wie du diese Schwierigkeiten und Herausforderungen besiegen kannst, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich bin Gabriela von Ganesha Shala, also von zu Hause, vom Neubeginn für Menschen mit Bindungs-, Entwicklungs- und Komplextrauma. Ich bin selbst betroffen mit Selbsterfahrung von fast 30 Jahren und ich freue mich jetzt auf dich. Kürzlich habe ich ein Video über traumabasierte Co-Abhängigkeit aufgezeichnet und für dich veröffentlicht und darin auch dargestellt, welche Ursachen geben können und auch einige der Symptome bzw. Zeichen für eine Co-Abhängigkeit für dich beschrieben. Vielleicht als kurzer Reminder, was ist überhaupt ein traumainduzierter Co-Abhängigkeit? Und hierzu möchte ich dir die Definition von Pete Walker mit auf den Weg geben, denn ich finde genau diese Beschreibung so exakt und so nuanciert, welche unser Verhalten als Reaktion darauf, was wir in der Kindheit erlebt haben, exakt beschreibt. Und zwar, er sagt, dass traumainduzierte Co-Abhängigkeit als ein Syndrom der Selbstaufgabe und Selbst Verleugnung zu verstehen ist. So können wir diese Art von Co-Abhängigkeit in Beziehungen zum einen als eine auf Angst basierende Unfähigkeit in Beziehungen unsere eigenen Rechte, Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen zu äußern und zum anderen als eine Anfälligkeit dafür ausgenutzt, misshandelt, missbraucht und/oder vernachlässigt zu werden, beschreiben. Wenn du als Kind schwer vernachlässigt worden bist, entweder emotional oder körperlich oder gar auf beide Art, dann kennst du sicherlich den völligen Mangel an Verbundenheit und höchstwahrscheinlich auch die Angst, verlassen zu werden und auch die Ausbildung einer übermäßigen Unterwerfungsreaktion. Eine zweite Möglichkeit für die Entstehung von Co-Abhängigkeit in der Kindheit, wenn du überbehütet warst und deine Eltern das versäumt haben, dir beizubringen, wie du um dich selbst kümmerst. Und jetzt möchte ich auf den dritten Fall, wobei eine traumabasierte Co-Abhängigkeit entstehen kann, eingehen, denn das gehört zu emotionaler Misshandlung. Das passiert bei Kindern, wenn sie gezwungen werden, Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich in der Verantwortung ihrer Eltern liegen. Viele zukünftige Co-Abhängige erledigen die gesamte oder den größten Teil der Hausarbeit, der Essenszubereitung und der körperlichen Versorgung der jüngeren Geschwister. Einige sind die einzige Quelle emotionaler Fürsorge für ihre Geschwister, und manchmal auch für ihre Eltern sogar. Und sie dürfen im schlimmsten Fall nicht oder nur sehr eingeschränkt mit anderen Kindern draußen spielen. Ob du dich selbst erkennst? Und als Folge dieser Rollenwechsel können zweierlei sogenannte Komplexe oder Syndrome entstehen. Wenn ein Kind nur für seine Hilfsbereitschaft geschätzt wird, läuft es Gefahr, ein Helfersyndrom zu entwickeln. Auch in meiner Familie war es so schwer, Anerkennung zu bekommen, dass wir mit meiner Schwester um die Ehre kämpften, um meiner Mutter helfen zu können. Und irgendwo bin ich mir sicher, dass es kein Zufall ist, dass sowohl ich als auch meine Schwester schon immer Interessen nachgegangen sind, die unter anderem Menschen, entweder beruflich oder privat, sozial, aber hilft. Und kennst du die ganz besondere Art von Co-Abhängigen, die in ihrem zwanghaften Bemühen zu Diensten zu sein, busyholic werden? Dieser Begriff busyholic stammt auch von Pete Walker und beschreibt,
die fleißige, co-abhängige Katholikin, die so aufopferungsvoll ist, dass sie einen Mutter-Teresa-Komplex entwickelt. Ihre ausdauernde Hingabe an den Dienst kann sogar bewirken, dass sich die engagiertesten Sozialarbeiter inkompetent und faul fühlen. Sie oder er tut so viel für andere, dass sie wie eine Heilige oder wie ein Held erscheint. Aber dieses Beschäftigtsein ist nur ihre Strategie, um den Schmerz ihrer eigenen unerfüllten Bedürfnisse zu verdecken. Und jetzt lass uns 5 verschiedene Wege anzusehen, die dir dabei helfen könnten, diesen Helfensyndrom bzw. die Co-Abhängigkeit aufzugeben. Als erste ist die effektive Trauerarbeit, die auf natürlichem Weg diesen Syndrom vermindert. Das Ritual und der Prozess des Selbstbetrauern verbindet uns wieder mit unserem Schmerz darüber, dass wir von unseren Eltern nur benutzt wurden. Sie weckt eine innere Stimme, die das verleugnende Schweigen bricht und klagend fragt. Zum Beispiel, wieso verhält meine Schwester sich so, als wäre ich ihre Mutter? Oder wieso musste ich immer direkt von der Schule nach Hause kommen, um zu helfen? Oder warum hat Mama mir immer von ihren Problemen erzählt und nicht einmal nach meinem Schultag gefragt? Oder du fragst dich vielleicht, warum sind meine Eltern nicht zur Schulaufführung gekommen? Oder womöglich kommt diese Frage hoch, warum denkt Papa nie an meinen Geburtstag? Oder wie kommt es, dass sie mir nie gesagt haben, dass sie stolz auf mich sind? Wenn du eine dieser inneren Fragen jetzt heute erkennst und diese Fragen aber auch im Moment bewusst endlich hochkommen, dann bist du bereits auf dem Weg der Heilung. Und noch mehr, denn diese Erfahrungen motivieren uns auch dazu, dass die Rechte und Bedürfnisse wir einfordern, die wir auch tatsächlich besitzen und uns gehören, die uns von den Eltern genommen wurden, die oft so taten, als seien sie selbst die einzigen Kinder der Familie. Und wenn du in der Erfahrung durch die Trauerarbeit zu diesem Schritt schon bereit ankommst, kommt natürlich die nächste Stufe, indem du dich durch diese tiefe Trauer und diesen hochkommenden Fragestellungen für dich selbst endlich einsetzt. Einige unter uns wechseln den Arbeitsplatz oder gehen dann wieder zur Schule. Einige verlassen missbräuchliche Beziehungen und suchen neue Freundschaften, die auf Gegenseitigkeit und Respekt basieren. Einige wenden sich spielerischen Aktivitäten zu und entdecken Aktivitäten, die ihnen in der Kindheit verboten waren. Und manch andere unter uns kaufen sich zum ersten Mal in ihrem Leben Kleidung, die ihnen wirklich gefällt, und lassen sich Frisuren nach ihrem Geschmack machen. Und dieses letzte Phänomen, sogar sehr oberflächlich erscheinen mag, ist es von großer Bedeutung, denn viele von uns wurden von unseren Eltern so gründlich abgelehnt, dass wir uns fälschlicherweise als hässlich empfinden. So ist dann das fürchterliche Selbstbild entstanden, welches wir nicht selten bis heute besitzen. Und unsere Eltern damals verschlimmerten dieses Selbstbild sogar, indem sie uns nachlässig pflegten und uns mit wenig schmeichelhaften Kleidern und Frisuren ausstatteten. Ist es denn noch verwunderlich, dass unser Selbstwertgefühl nie richtig eine Chance hatte, sich außerhalb der Familie aufzubessern? Ich schaudere immer noch, wenn ich mich daran erinnere, wie mich meine Kameradinnen in der Schule wegen meiner grünen Kunstleder-Wintermantel gehänselt haben. Dieser Mantel war zwar warm, aber es sah aus wie ein Weihnachtsmann als Weihnachtsbaum verkleidet.
Ähnlich erging es mir mit den Strickstrumpfhosen wie Leggings, die ich noch mit 14 tragen musste, als einziger in unserer Klasse. Ich schämte mich und versteckte ich mich unter der hässlichen Schuluniform, die ich ebenso hasste. Jedes Mal, wenn unsere Mutter uns dabei erwischt hat, dass wir diese Uniform nicht getragen haben, gab es weitere Verbote, Strafen und Beschimpfen natürlich. Und genau hier kommt ja die nächste Stufe, die du durch eine wirksame Trauerarbeit erreichen kannst. Und zwar dich um dein Aussehen zu kümmern. Lass dich mal beraten, was dir gut stehen könnte. Probiere vieles aus, auch mit deiner Frisur, und entdecke dein Stil. Wenn wir uns aktiv und kreativ für unser Aussehen interessieren, beginnen wir, die schreckliche Wunde, uns selbst als hässlich zu empfinden, zu heilen. Als vierter Schritt empfehle ich dir, deine Gefühle zu akzeptieren. Wenn du Wut oder Hass oder gar Ekel deinen Eltern gegenüber empfindest, dann hat es seine Berechtigung. Nimm diese Gefühle an, denn auch das ist ein Schritt in deine Heilung. Du kannst diese Gefühle auch üben, versuchen in deinem Körper zu spüren oder auch erkunden, wie diese Gefühle auf dein Atem zum Beispiel auswirken. Wird dein Atem schneller oder stockt sogar dir der Atem? Dieser innere Prozess, Zeit für unsere Gefühle und Emotionen zu widmen, uns selbst zuzuwenden, unglaublich befreiend. Wir haben diese Gefühle und nicht erlaubte Emotionen Jahre bzw. nicht selten Jahrzehnte lang verdrängt und unter einem Deckel gehalten. Sobald du diese Gefühle und Emotionen annehmen kannst und zulassen kannst, wirst du plötzlich authentischer. Du bist und du darfst auch so sein, wie du tatsächlich bist. Und wenn du das dir selbst erlaubst, frei zu sein, dann entspannen sich sogar deine Gesichtszüge, deine Körperhaltung wird sich lösen und all diese emotionale Unterdrückung werden nach und nach verschwinden. Ja, hast du ein paar Ideen und Inspirationen aus diesem Video mitnehmen können oder ein paar Aha-Effekte für dich aufs Neue wiedererlebt? Dann teile mir das gern mit. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du auch in den Kommentaren oder direkt bei mir die stellen. Die Links findest du in den Shownotes. Und ich wünsche dir wie immer ein gutes Gelingen dabei und eine ganz wundersame, schöne Zeit. Alles Liebe, Gabriela.